Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und jetzt kommt Cover Teil 2. Ich mache gerade das Junk Journal Fragen des Lebens Buch von meiner Oma zum Geburtstag. Und in der letzten Session, die war nämlich von heute aus gesehen gestern, habe ich dieses Cover erstellt, beziehungsweise dieses Buchcover genommen, Ginkgo-Blätter draufgepackt und diese Crush-Optik dazu. Das habe ich schon vorbereitet. Heute kommt der zweite Schritt. Das wäre Gilding Wax in Bronze, habe ich mir ausgesucht. Und danach kommt Mod Podge drüber und danach darf es wieder trocknen. Der letzte Streich, für das Cover jedenfalls, wird sein, die Ecken dran zu machen. Und natürlich, klar, die Signaturen einbinden. Klarer Fall, das wird dann der letzte Part des Covers sein. Ich fange jetzt erstmal an, hier mit dem Gilding Wax zu matschen. In eure Richtung. Ich freue mich über Abonnenten. Ich freue mich über Kommentare. Ich freue mich über Likes. Und über jegliche Art von Austausch. Äußert auch gerne Kritik hier damit. So, zu diesem leckeren Gilding Wax. Lecker trifft es ganz gut. Es riecht einfach nur geil. Kann ich anders sagen. Am besten aufzutragen beim Finger. Wer keine Lust hat, in sowas rumzumatschen, der kann natürlich auch so ein Schwämmchen oder irgendwas nehmen. Hat mir nicht so gefallen. Aber ich bin auch eh jemand, der gerne mit dem Finger in Farbe rummanscht. Das ist so meins. Deswegen stresst mich das überhaupt nicht. Ja, man hat das dann... Gottes Willen, das war früher Morgen. Man hat das dann ein bisschen am Finger. Und das begleitet einen dann auch gerne mal einen Tag lang. Ist denn halt so. Dann sieht man wenigstens, dass man was gemacht hat. So, ich streiche das hier richtig schön dickfett ein. Was heißt dickfett? Also, ne? Reiben. Wichtig ist immer reiben. Nicht einfach nur irgendwie in eine Richtung streichen, dann ist das, wird die Struktur sehr einseitig. Ne? Also klar kann man mal streichen, aber ich baue auf jeden Fall immer ein, dass ich auch, sag ich mal, die Oberfläche einreibe, kreisende Bewegung. Und was immer mal passiert, ist, dass man sich diesen Gilding Wax unter den Fingernagel zieht. Ich habe meine Fingernägel nicht so kurz gemacht. Das ist eine echte Empfehlung, vor Gilding Wax mal die Fingernägel zu kürzen. Aber sei es drum. So, ihr seht ja, dass das Cover schon ein bisschen glänzt. Das heißt ein bisschen, also es glänzt ziemlich toll. Das kommt vom Junk Journal Kleber. Das ist auch fein, also ich mag das, wenn das glänzt. Also jedenfalls in dem Part hier auf jeden Fall. Ich denke mal, dass das, dass der Hardcoat, der Mod Podge, das auch ein bisschen dämpft, aber trotzdem noch glänzen lässt. So wie meine Erfahrung bisher damit ist. Und das ist fein für mich. Also lass es glänzen. Na, jetzt hier mit dem Gilding Wax glitzert das ja auch so ein bisschen, schimmert. Das ist für mich völlig fein. Ihr seht hier, dass man, dass da, wo das, wo die, das Seidenpapier so angedrückt ist, dass man da doch noch so ein bisschen die Farbe vom, vom ursprünglichen Cover durchschimmern sieht. Aber auf diesen sehr angedrückten Flächen hält das Gilding Wax natürlich super. Also, ne, wenn man hier so Ribbel, also diese erhabenen Sachen hat, dann bleibt das Gilding Wax auf den erhabenen Sachen, klar. Aber wenn man hier sowas runtergedrücktes hat, wo ganz wenig Erhebung ist, dann ist das auch eher flächig. Und in dem Punkt wird dann einfach mehr Gilding Wax von der Oberfläche behalten. Das ist, finde ich, fein. Ne? So, hier ein bisschen gucken, dass wir hier nicht so Fingerabdrücke rübermanschen. Noch kann man sie entfernen. Ne? Also wenn man hier so rübergegangen ist aufs normale Cover, kann man das entfernen. Ich könnte allerdings, und da bin ich jetzt gerade hart am Überlegen, ja, also ich werde auf jeden Fall hier so ein bisschen die Kanten mit Gilding Wax, das auf jeden Fall. Und wenn dann so ein bisschen hier so rüber gemanscht ist, Manschen ist irgendwie mein neues Lieblingswort, ich mag das gar nicht so gerne, naja, so, dann wäre auch hier
Muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht so auf den Stoff kommt, es sei denn, und das ist ja eine weitere Überlegung von mir, es sei denn, ich mache hier oben, das mache ich jetzt einfach, diese etwas abgestoßenen, bisschen ranzigen Buchecken, also die vom Buchrücken hier oben, der Stoß sozusagen, den hole ich mir ein bisschen ins Bronzen rein. Gucken wir uns mal an. Ja, nur ein bisschen. Reicht ja. Soll nicht viel sein. Dann mache ich natürlich hier unten auch, klarer Fall. So. Und ich liebe einfach dieses Gilding-Wax. Damit kann man so gut rumspielen. So gut einfach, sag mal, noch irgendwas völlig aus dem alten Look and Feel holen. Geile Erfindung. Wer auch immer es erfunden hat, gut gemacht. So, hier unten das Buch ist schon echt benutzt. Ich habe ja, glaube ich, eingangs schon mal erzählt in einem, glaube ich, in dem ersten Video. Ich meine schon. Das ist ein altes Schulbuch von meiner Mutter. Ein altes Deutschbuch von meiner Mutter. Hat schon ein paar Jahre auf dem Puckel. Ist gut benutzt worden, wie man hier an den Kanten sieht. Und das finde ich auch, das macht so ein altes Buch aus. Das ist einfach, dass man ein altes Buch nimmt. Also altes Buch heißt ja nicht altes Buch, das heißt ja nur verändertes Buch. Nur das Ding hier, wenn man jetzt hier so ein neues Buch ausschlachten würde, ich würde es, also ein neues Buch, oder sag ich mal, keine Ahnung, man findet ein Buch, was einfach furchtbar ist. Also es kann ja jeder Hans und Franz kann ja Bücher rausbringen, ne, wenn er einen Verleger findet. Und manchmal gibt es ja einfach Bücher, die sind sterbenslangweilig oder doof oder was auch immer. Und man wird sie auch nicht los, weil keiner sie geschenkt haben möchte. Das ist mir wirklich passiert, also auch nicht nur einmal. Was machst du denn damit? Hat es ein schönes, hartes Cover, kannst du natürlich verbasteln, ne? So, und wenn du das verbastelst, und das hat so ein langweiliges Cover und du kennst den Inhalt und weißt, der Inhalt ist langweilig und doof und ätzend oder weiß ich nicht, du schläfst nach drei Zeilen lesen ein. Ich finde, dann möchte ich dieses Cover auch gar nicht sehen. Also dann bin ich froh und happy, wenn mein Cover schön verdeckt ist. Und dann bastle ich das auch komplett zu. Also dann nehme ich mir alles Mögliche. Und ich habe auch ein kleines Cover gemacht, da habe ich noch das, den Buchinhalt noch nicht fertig. Ein kleines Cover gemacht, nur mit Briefmarken bedeckt. Das sieht so cool aus. Das war auch von so einem kleinen sterbenslangweiligen Fabelbuch. Also ich mag Fabeln. Das Ding, das war echt irgendwie sehr enttäuschend. Ja, auf jeden Fall hat es jetzt ein neues Leben oder demnächst, weil der Inhalt des Buches fehlt noch, aber das Cover ist schon richtig schick. Das ist was, was ich wahrscheinlich dann euch auch mal zeigen, präsentieren werde. Oder mit euch weiter basteln, wer weiß. Ist ja so, der Ideenreichtum ist ja groß genug. Ist ja nur, es mangelt an den Stunden, die der Tag so hat. Ich weiß nicht, ich könnte auch hier Stunden und Tage basteln. Also das, dieses Projekt hier ist endlich, weil ich es morgen verschenken werde. So, und geht es morgen mal auf die Reise. Also die Reise heißt von hier aus gesehen 25 Kilometer weiter Richtung Hannover. Da hat es dann seinen neuen Wohnort. Nur deswegen, hier kann ich jetzt nicht mehr so die Ober-Über-Ideen reinpacken. Jedenfalls nicht die, die lange Zeit brauchen. Ich habe natürlich schon viele tolle Ideen hier drin. Dementsprechend grämt mich das jetzt nicht. So, jetzt auch wieder hier vorsichtig mit der Ecke. Dass ich hier nicht, sag mal, zu viel auf die Buch. Obwohl, weiß was, mache ich mal so. Dass ich das hier mal ein bisschen hoch, was das Gelingwax angeht. So.
Ja, das gefällt mir sehr gut. So, ihr seht jetzt, wie es eingecremt wurde von mir. Wie der Stand jetzt ist. Das Gilding Wax, das möchte auch ein bisschen Ruhe haben. So, also ich werde das jetzt hier einfach eine Stunde zur Seite packen und danach mit dem Mod Podge drüber gehen. Ich denke auch, dass ich das so mache. Dieses Video ist recht kurz. Das letzte Cover-Video, das war recht lang, weil ich euch ja tatsächlich die ganze Zeit hier beim Einarbeiten von dem Zeug was erzählt habe. Dementsprechend, also da geht es ja eher um mein Gequatsch als um das, was ich da getan habe. Es ist relativ einfach. Ich werde dieses Video so weiter drehen, wenn ich die Buchecken dran mache und wenn ich die Signaturen einbinden kann. Das wird vermutlich heute Abend sein. Oder sagen wir mal so, es muss heute Abend sein, weil sonst habe ich ein Problem. Ja. Also, bleibt dran. Für euch sind das wenige Sekunden. Für mich wird es jetzt ein Stündchen sein, bis Mod Podge zum Einsatz kommt. Und danach, na, sagen wir mal so 12 Stunden später, bis der letzte Streich dieses Videos laufen wird. Von daher, beim Mod Podge spiele ich euch Musik ein. Dann beim Einbinden und Ecken dran setzen, da werde ich euch wieder eine Kante ins Bein quatschen. Also bis gleich. Es ist fest, es ist trocken und nun wollen wir die Ecken aufbringen, das Loch reinstanzen für die Befestigung, also für die Schließe. Ich glaube allerdings, ich weiß gar nicht, ich habe ein bisschen Angst um die Ginkgoblätter, obwohl die gut versiegelt sind. Ich möchte die Schließe hier hinsetzen. Genau hier in diesem Punkt. Gar nicht so weit versetzt vom Rand. Damit fange ich jetzt mal an. Und ich habe meinen Kleber hier auch noch offen, weil ich nämlich die Ecken gleich einsetze und gleichzeitig kleben werde. So, ich möchte das Loch dahin haben. Abhängen. Ja, mein Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Also, nein. Mein Gut, dass ich so ein Schwein gehabt habe, dass ich nicht gleich meine Karte mit durchgeschossen habe. Weil ich habe mich nicht geguckt. Das ist nicht ausreichend. So, diese kleine süße Schließe geht jetzt durch. Wird auf der Innenseite. Ja, die werde ich hier senkrecht rein. Gucken wir mal, ob ihr alles seht. Ja, so ein bisschen, ne? So. Das ist jetzt hier. Ich sehe gerade, ich muss die so machen, weil ich nämlich den Ring sonst nicht vernünftig benutzen kann zum Verschließen. So ein Scheiß. Shit happens. Ich setze da einen kleinen Klebestreifen drüber. Ich habe jetzt noch schon so viel Klebstoff an den Pfoten, weil
ich vorhin ja schon gesagt habe, Hardcore-Basteln ist heute angesagt. Für euch ein paar Tage dazwischen liegen. Liegen bei mir keine paar Tage dazwischen, sondern lediglich Stunden. So. Jetzt habe ich das hier eingeschnitten. Das Schöne an dem Scotch-Tape ist auch, man kann es weiter reißen. Also wenn man es einmal eingeschnitten hat, kann man es wunderbar zu Ende reißen. Was mir hier mit dieser Schließe ganz gut passt. Ja. Manchmal muss man halt auch ein bisschen Glück haben, wenn man schon nicht vorher guckt, wie man die Schließe anbringt. Also die Schließe ist gut. Also da kommt ein Band dran. Und zwar habe ich mir hier so ein gewachstes Juteband ausgesucht. Ich finde, das passt ganz gut. Und dementsprechend ist das jetzt so. So, wenn ich jetzt die Ecken hier anbringe, ne? Die kommen hier rüber. Die werden ordentlich angedrückt. Werden hier richtig dran geklemmt. Aber bevor ich das tue, tue ich ein bisschen Klebstoff rein. Ich bin da, was das angeht, bin ich ein bisschen Schisser. Ich möchte auf keinen Fall, dass mein Journal irgendwie auseinanderfliegt, wenn das oft benutzt wird. Und ich wünsche mir, dass es oft benutzt wird. Ne? Dementsprechend packe ich einfach noch so ein bisschen Kleber hier unten in die Ecken rein, bevor ich sie hierüber ziehe und endgültig festsetze. Weil nämlich endgültig festsetzen heißt, ich hoffe, ihr seht es ordentlich mit hier so. Oh, es kommt sogar Kleber raus. Also gut, mit Kleber eingemanscht. So. Jetzt habe ich hier meine Flachzange. Sorge dafür, dass sie wirklich gut sitzt. Ich will die jetzt nicht zu sehr hier ankneifen, weil sonst ich mich die Abdrücke auch vorne drauf. So ein bisschen habe ich die auch. Das ist aber Kunst. Jetzt habe ich hier irgendwas mitgenommen. Ich habe hier irgendwelche Farben mitgenommen. Ich glaube, die gehören auf dieses Journal. Kann ja mal passieren. So, ich glaube, bevor ich die obere Ecke hier dran mache, muss ich hier einmal Kärtchen räumlich entfernen und ich das nicht versehentlich mit anklebe. Next corner, please. So, auch wieder ein bisschen Junk Journal Kleber. Ja, dieser Kleber klebt alles. Ja, auf jeden Fall. Also nein, tatsächlich, er klebt wirklich alles. Das war kein Scherz. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass diese hübsche Ecke hier über die Schrift rüber geht. Das fällt unter Shit Happens. Ja. Ihr werdet gleich sehen, ich habe noch mal im Cover ein bisschen was vor, ein bisschen was zu tun. Hauptsache, das Herzchen hält jetzt hier auf diesem Buch. Und für diese Ecken ist das Buch fast zu schmal. Also jedenfalls die oberen Ecken hier. Gut. Gefällt mir trotzdem. Alles gut. Jetzt haben wir den nächsten. So, wir haben die Schließe, wir haben die Ecken, also fast jedenfalls. Und dann habe ich hier noch eine Erweiterung des Innenraums. Also ich habe ja im letzten Video, nein, im vorletzten Video angekündigt, wie ich oder was ich noch hier unten einbringen möchte. Und das trifft sich eigentlich ganz gut, weil ich die untere Metallecke innen damit
über Stimme, sag ich mal, überarbeite. Werdet ihr gleich sehen, was ich damit meine. So, also die hält auch wunderbar. Und the last of corners hier. Ganz viele Bonnie-Haare in meinem Kleber, das muss ja nicht sein. Die kleine Bohne ist immer beim Basteln dabei, egal ob sie im Raum ist oder nicht. Weiße Katzenhaare sind ein großer Spaß. So, wollen wir hier wieder, sodass ihr das auch sehen könnt. Hier muss ich ein bisschen Gewalt anwenden, weil ich hier tatsächlich über die über das Gekruschelte kommen muss. So, jetzt drücke ich das erstmal mit den Händen an. Und wenn sich das halbwegs brauchbar anfühlt und aussieht, ja, sieht auch so aus, als könnte es dort an Ort und Stelle bleiben, ohne größeren Stress. Chaka, gefällt mir. So, hier oben. Genau, apropos hier oben. Ich hatte nämlich irgendwo, was mir jetzt nicht einfällt, noch kleine Runde da. Kleine Halbrunde. Die möchte ich nämlich gerne noch ankleben. Um hier diese Laschen, also diese Dinger besser greifbar zu machen. So, gucken wir mal. Es wehrt sich. So. Eins, zwei, drei, vier, das waren die, genau. Du bist auch so ein grünes Ding. Brauche ich gerade nicht. Muss ja nicht alles grün sein, oder? So. Und zwar. Mache ich das jetzt so, dass ich hoffentlich nicht übermale, also überklebe. So, lege ich das hier ein bisschen hohl, ein bisschen angedrückt. Bisschen hochlegen. Jetzt muss ich hier natürlich eine andere Farbe nehmen, wenn ich das verschiedenfarbig machen will. Und ich möchte. Ich mag verschiedenfarbig. So. Ich habe keine Ahnung, ob das genau in der Mitte ist. Aber ich finde einfach, dass wenn sag mal, Oma das Ding hier anfasst und mal kräftig dran sieht, muss das halten und sie muss einfach auch die Lasche finden können, also die, na, sonst kriegt sie das ja nie wieder rein. Ihr versteht, was ich meine. So, hier das gleiche Spiel. Schön vorsichtig unter die Lasche schieben. Wenn man das in die Lasche schiebt, ist nichts mehr mit hin und her schieben. Klarer Fall, ne? Und sonst klebt man sich nämlich die Tasche hier an. Was ich, glaube ich, gerade tue und nicht vorhabe. Das ist doof. So, ein bisschen hohlgelegt, dann müsste das auch funktionieren. Jetzt habe ich meinen Pinsel auf den Tisch geklebt, das ist auch schön. Sollte man auch mal gemacht haben. So, und nein, ich möchte die Karte nicht ankleben. Hier hoch, ein bisschen runterschieben, zählen und zu. So. Nein, ich habe es jetzt tatsächlich hier unten angeklebt. Was soll denn das? Nein, ich möchte das ja nicht unten ankleben. Legen wir auch das ein bisschen hoch. Einmal angedrückt und wieder, nein, angedrückt, aber bitte an Elend und Verzweiflung. Hm.
das Feldspar. So, was ich jetzt mit euch hier machen wollte und immer noch will. Funktioniert, glaube ich, nicht ganz so, wie ich will, oder? Doch. Doch, das lässt sich sehen. Definitiv muss hier ein bisschen Kleber drauf. Das waren die Dinger, die habe ich verstärkt. Das hatte ich euch nämlich nicht mehr im Film gezeigt. Die habe ich verstärkt mit, wie heißt das Zeug? Scotch Tape. Ich habe es mit Scotch Tape verstärkt, damit hier ich die dicken Text dahinter stecken kann. Wenn ich das jetzt nur so ganz luschi mit dem Papier gemacht hätte und die dicken Tags rein, raus, das hätte ordentlich nach hinten losgehen können. Dementsprechend habe ich mich direkt dafür entschieden, Scotch Tape dahinter zu setzen. Meine kleine Wunderwaffe. So. Wie komme ich sogar über das Metall? Schade, Schokolade. Ich dachte, ich kann es ein bisschen verdecken. Nö, kann ich nicht. Ist es halt so. So, auch das hier. Bleibst du mal da, wo du hingehörst? Ich habe schon zu viel Kleber an den Pfoten, leider. Um das hier perfekt anzukleben, dass es mir nicht folgt. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas anpackt und es folgt halt? So. Das scheint gut zu funktionieren. So, jetzt muss der ganze Spaß ein bisschen trocknen. Ich glaube, ich bin ein bisschen angsthase. Ich stecke das hier rein. Weil nichts ist blöder, als sich was angeklebt zu haben, was man sich nicht ankleben wollte. So, ich glaube, das hier lege ich jetzt erstmal wieder beiseite, lasse es trocknen. Und dann hole ich euch später wieder dazu, wenn es heißt Signaturen einbinden und dieses ganze Gekröse hier wieder in das Cover stecken. Prima. Dann bis gleich. Jetzt wird's ernst. Jetzt haben wir das Cover fertig mit dem Ring. Wir haben die Signaturen fertig und die werden jetzt eingebunden. Ja, und wie macht man das? Das ist eine gute und berechtigte Frage. Das erste müssen natürlich die Löcher frei sein, ist klar. Sind sie das nicht, muss man ein bisschen nachhelfen. So, also am besten nimmt man das von innen dann einfach in die Hand. So, schwuppdiwupp. Ich möchte gerne, dass das lila Cover vorne ist. Ich mache mir jetzt erstmal hier die Mühe. Was heißt die Mühe? Also ich ziehe jetzt erstmal meine beiden Fäden heraus. Ich möchte das ja gerne über Kreuz haben. Das könnte sehr interessant werden beim Festmachen. So, der obere. Das macht immer total Sinn. Ich kann das jetzt leider nicht sehen. Das ist total doof. Es macht immer total Sinn, den Faden zu drehen. Ah, jetzt habe ich den geribbelt. Naja. Wie auch immer. Manchmal hilft auch einfach ein bisschen Kleber. Wisst ihr was? Ich binde das jetzt und dann hole ich euch gleich wieder dazu. Ich habe jetzt fertig gekämpft. Die Signaturen sind eingebunden. Das ist ein ganz schön dickes Ding geworden, muss ich ja mal sagen. Das, was jetzt noch bleibt, ist einmal die Schließe, ne, Anführungszeichen. Und zwar möchte ich hier das Ding mit einer Schleife zumachen. Einer ordentlichen. Und deswegen ja, machen wir das mal so. Also ich möchte nämlich ganz gerne dieses Band hier, das ist ein schönes Jute-Band, ein gewachstes, rumziehen.
Und dann vorne mit einer anständigen Schleife verschließen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das hier hinkriegen. So, gleich kommt auch noch das Flip-Through zu dem Video. Ich muss echt sagen, ich bin ganz schön fertig. Es ist 11:30. Wesentlich länger gebraucht, als ich wollte, weil mein Rechner und meine Kamera hier irgendwie rumgespackt haben. Die wollten nicht so, wie ich wollte, die blöden Säcke. Na gut. So, also, wie schließt man dieses Journal? Gar nicht. Nee. Ich schließe es mit einer Schleife. Ich mache es eh gleich wieder auf, um das Flip-Through zu machen. So, also das hier ist das Junk Journal. Fragen des Lebens. Also hier steht drauf Stimme des Lebens. Das ist einfach das alte Deutschbuch meiner Mutter. Was man damit alles machen kann. So, was dann noch dazu kommt, ist die Karte, die ich hier dann noch drunter stecken werde. So, das wird das Geschenk. Ja, dann sage ich mal, liebe Leute, wir sind fertig. Jetzt fehlt nur noch das Flip-Through. Das gönne ich euch jetzt auch noch. Bis dahin erstmal, die ganzen Crafting-Videos sind fertig. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Und freue mich über Abonnenten, über Kommentare, über Likes und Co. Ja, dementsprechend bis demnächst in diesem Kino.